Oh oh. Das ist ein Eingang. Mir gefällt das nicht. Mir gefällt Chloe, nicht, dass es da einen Stromzugang gibt. Come on. Und alles. Oh yes, Maximus rules. Oh. God, this is way too Blair Witch. I have goosebumps all over. Come on, Supermax. Die Truhe. Hey, check out this old chest. Mhm. A little louder, Chloe. Jeez, that is ancient. Jackpot. Old shit. No, look closer. Harry Aaron Prescott and family donate new library to Arcadia Bay. Prescott Industries celebrate grand opening. The Prescott's plane bomb shelter boomed to town. Nice scrapbook. You search for more clues and I'll scope out the area. Natürlich, sie bleibt wieder stationär und wir müssen durch die Gegend laufen. Wozu braucht man hier Strom? Yes, old Prescott clippings. But that can't be the only thing here. Definitiv nicht. Chloe would make a great detective too. Wir könnten jetzt schon wieder das verlassen, aber hier die Fotos genau. Oder even das. Harry Aaron Prescott was into selfies. Damals hießen sie noch Selbstporträts. Boring. This tractor has paid its dues. Die Spuren sind auch hier innen drin, logisch. Okay, there's no reason for anybody to drive out here. But there must be. Oh oh. Noch ein kleines Kiste. I guess the Prescotts were just born bastards. Aha. RP. Hm. Bringt uns aber auch nicht wirklich weiter. Aber warum wird ausgerechnet hier die Prescott-Geschichte gelagert? Wow, Sir. Talk about home on the range. Hm. Hund und alle. Oh, oh, das mache ich gleich. Der Knopf will mir nicht gefallen, deswegen gucke ich erstmal weiter. Gut, eine Waffe im Notfall. If a zombie shows up, I have my weapons. Sehr gut gedacht, Max. Das ist okay. These hooks are used to lift haystacks. I saw them in a Friday the 13th movie. Aha. Ring, ring. Noch mehr Zeug. Ah, the good old days. Ja. Das muss Ewigkeiten her gewesen sein. So many haystacks, so few needles. Oh, was ist hier los? Was gefunden? Eine Nadel. Oder gar nichts. Oder eine Geheimtür. Wow. Yep. What is this? It's totally brand new. Oh nein. Why? Oh, Max, kannst du nicht überlegen, was das bedeuten könnte? No, Supermax. You can't open this with your bare hands. Aber vielleicht mit meinen Bärenhänden. Oh. Okay, Chloe. I found some kind of hatch, but it's locked. I got this. I hope. Let me know the second you need any help. Mhm. Kann sein, dass es gleich soweit ist. There's no way this rusty-ass button will activate these ropes or pulleys. Aber wozu ist der dann? Okay, wir klettern jetzt hier einfach mal schön oben rauf, wenn hier nichts ist. Gut. Gleich einen Splitter einziehen. The rope leads up to that platform. Must climb. Muss klettern. Chloe, can you give me a hand? Sidekick at your service. Aber wirklich. Hop up and away, Supermax. Mhm, I dig having minions. Noch irgendwas? Nee. Oh oh. Was ist das? Egal, wir benutzen es einfacher. That looks sturdy enough to stand on. Na dann. Ja, locker. Ist ja auch aus richtig Metall. Ich hätte eher Angst gehabt, als es runterfällt, dass es das Holz kaputt macht. Please be careful up there, Max. Here's the other end of the rope. Gut. Es ist alles so windig hier oben.
Könnte ich jetzt theoretisch... Nein, ich kann hier auch nicht runterfallen. Ach, guck mal. Oh, cool. Good evening, Doctor Who. Sorry. Schön. Eulen haben irgendwie was. Ich mag die total. Oh, sorry. Das wollte ich nicht. Oh. Tell me if you need any help. Jojo. Sofort. Und Hut. Okay, ich glaube... The hook is attached pretty tight to the rope. I could use it to open the hatch. Okay. Hey, Chloe. Can you attach the hook to that padlock? Oh, you are clever. I am all over this. Meinst du wirklich, das ist genug Kraft? Na gut, wenn es ein guter Flaschenzug ist. Ja. Da könnte so einiges passieren. Okay, los geht's. Nope. I can't pull this rope without tearing my flesh off. I need to hook this up to something heavier. Max, use your rewind and get that motor back up there. Ah, super Idee. Komm her. Komm her, Motor. Schwupp. Und er ist wieder oben. Der ist definitiv schwer genug. Hoffentlich hält das Seil das aus, aber es ist ein sehr dickes Seil. Also von daher. Jetzt muss ich hier nochmal sagen, dass das macht Sinn. Hey, Chloe! Achtung! Warum eigentlich das? Ach so, ja, weil sonst. Weil der Flaschenzug da ist. Klonk! Puh, Gott sei Dank ist er nicht direkt draufgefallen, sonst hätten wir. Sonst hätten wir es, vielleicht nicht, wegbewegen können. Zack. Boring. Boring. Ja, aber jetzt wird's interessant. I wish Warren could have seen that physics trick. Es hätte auch einfach sein können, übrigens, dass der Flaschenzug einfach mit abreißt und dann wäre es eh vorbei gewesen. So, jetzt geht's aber auf. Was versteckt sich? Was verbirgt Damn, sich hier drunter? This is heavy. Ah, zu zweit geht's. Oh oh. What is this? Na, was sagst du? Entweder. Do I even need to say how weird this is? He just did. Was anderes. Who built this kind of place? Und warum? A Prescott, of course. Zu welchem Zweck? Okay, Chloe, geh einfach vor. Ohne Waffe wahrscheinlich. Obwohl hier unten eine Waffe zu feuern sehr gefährlich sein kann, weil der Schall dann hallt und das ist sehr, sehr laut. This bunker is so surreal. This is too heavy to break, so I'll need a code. First a padlock, then a digicode? Someone really doesn't want visitors. Einfach drauf rumdrücken hilft mir nicht. So, was machen wir jetzt? Der eine Zettel, den wir gefunden haben, vielleicht? Das war mit dem Foto hier. Wow, Sir. Das bringt uns Talk nichts. About home on the ring. There's no way this rusty ass button will activate these ropes or pulleys. Stimmt natürlich. Hier war doch was drin. War da irgendwie eine Nummer oder so? I guess the Prescotts were just born bastards. 1903, aber das bringt eigentlich nicht so viel. 24, 1903. Ich bin mir unsicher, was das sein könnte für ein Code. Ich meine. Ich meine, was soll ich denn jetzt da machen? Now that's a serious door. Where's Gandalf when I need him? Ha. Wie wär's mit 1, 2, 3? Oops. Bad code. Oder 0, 0, 0. Oh, think.
Oder 903. Oh no, it didn't work. Okay, so it's locked. Whoops. Ich hoffe... Was könnte denn dieser komische Code sein? Was gibt's denn noch? Waren denn noch Zahlen bitte dabei? Warum kann ich mir den Heuhaufen noch immer angucken? Auf dem Foto vielleicht irgendeine Nummer? Even Harry Aaron Prescott was into selfies. Warum können wir eigentlich wieder raus? Was könnte denn... Könnte uns das irgendwas bringen? No. Why would somebody run all that electricity into an old empty barn? Was zur Hölle könnte der Code sein? Watson, we can safely assume that this ancient vehicle is not our suspect. Ja. Hä? Ich bin verwirrt. Weil die Zahlen, die wir hier haben, helfen uns ja eigentlich auch nicht weiter. Druck und so, das wäre ein bisschen sehr merkwürdig. Es gibt noch hier diese komische Einkaufsliste. Mit Preisen. Aber an die komme ich nicht mehr ran. Tja, und jetzt? The only reason to build a secret bunker under an... This is too heavy to break. So I'll need a code. Ja, aber was für ein Code? Gibt's hier irgendwas? Eigentlich ja nicht, ne? Nathan vielleicht? Nö. Hier vielleicht irgendwas? Der richtige Code. Hm. Ach so, vielleicht der 8.10. Der 4.10. Vortex Club und so. Some numbers look faded, so. Ach so, ich bin just have so to blöd. Get lucky. Die hier. 2. Ups. 5. 4. Wrong code. 4, 2, 5. Oops. Bad code. 2, 4, 5. Oh, think, think. You locked it, dumbass. Okay. Some numbers look faded, so I just have to get lucky. Ich prüf's jetzt einfach mal in aufsteigender Reihenfolge. You can do it, Max. Wrong code. Oops. Bad code. Okay, so it's locked. Hmm. Some numbers look faded, so I just have to get lucky. Wir waren jetzt bei 4 und dann 5, 2. Oh no, it didn't work. 5, 2, 4. Oh, think, think. 4, ups. Wrong code. Ja, ich wollte ja 5, 4, 2 eingeben, ist ja gut. Some numbers look faded, so I just have to get lucky. Natürlich, der höchste. Oh, yes, I thought that only worked in the movies. Normalerweise ist das auch so. Open Sesame. Warum 5, 4, 2? Und was erwartet uns hier hinter? Stocked and ready for the apocalypse. This must have cost a fortune. Come on. Also ist ein Bunker oder was? Aber warum? Now what the hell is this? More survivalist supplies. Sind die von heute oder sind die schon sehr alt? Water supplies. It's like in David's garage bunker. Oh mein Gott, vielleicht wissen die davon, von dem Sturm, der ankommt. Look at these cans.
and David must shop at the same store. Oh, thanks for the help und so. Danke für die Hilfe.